Okay, gar keine Intro-Sequenz. Ja, dann, Hi und willkommen zu Last Faith. Das hatte ich irgendwie voll aus den Augen verloren. Und wurde mir in meiner Wunschliste angezeigt, hey, das ist jetzt verfügbar. Und ja, da sind wir ja jetzt, ne? Okay, eine Sache vorweg, wenn euch das Projekt gefällt, natürlich gerne ein Like da lassen. Und Jesus, das laut. Besser. Ah ja, wir kommen gleich dazu. Und Frage an euch. Ich werde das möglichst heute gleich noch hochladen. Soll das unser neues tägliches Projekt werden? Wenn ja, dann, wie gesagt, haut gerne ein Like raus, dann weiß ich Bescheid. Und dann werden wir das den neuen 17-Uhr-Slot nennen können, denke ich. Ja, okay. Kommen wir gleich. Darf ich kurz was sehen? Ich bin gerade zu Hause reingestürmt. Bin noch ein bisschen, ja. Also. Ah, Spiel. Ja. Ja. Aha. Aha. Darf ich anmerken? Seht ihr, wie groß der Bildschirm ist? Ich weiß, es ist wieder das alte Thema, aber. Sind die Entwickler heutzutage solche Arschlöcher oder was soll das? Schau doch mal an. Wir haben einen gigantischen Bildschirm mit ganz viel dunkler Fläche. Mach die Schrift halt noch kleiner. Ey, das kannst du niemandem erzählen. Aber gut, bevor es so heiß wieder so, du musst es jetzt schon, ja, tue ich, weil das kann kein Schwanz lesen. Aber fangen wir mal lieber an. Ja, oh. Kampfstil. Schläge. Schurke, Steinkuh, Stark, Jo! Yes! Na also, Lies of P, take notes. Nicht Stargazer, Sterngucker, da steht's. Wir nehmen den Schurken. Ach, geil. Is at hand. The old ways are diminished. Only corruption and deception remain. Aha. But one rises above all others. Bei uns Falsely nennt man das, bei dir brennt wohl der deception. Dachstuhl. Da brennt der Their Dachstuhl. disciples to take all for themselves. Those who defy this deity suffer. They become servants to pain, imprisoned in solitude, barely existing. Ja. Yet only Alles traurig, those alles schlimm, bla bla bla. Formel XY, die Welt geht unter, die Welt geht unter. Ah. Radiance Judgment. Our Malevolent Lady will bring Redemption und so weiter und so fort. Bla bla bla. Können wir bitte loslegen? Ich bin die Scheiße schon so gewohnt. Kryptisch, ich weiß so viel. Warum tragen wir auf einmal Kleidung? Wir waren nackt. Kann ich bitte nackt sein? Nein, besser nicht. Oh. Steuert sich aber crisp. Muss schon sagen, okay, Kreise. Oh, Kreise ist dort schon schön. Schön, diese Slide-Bewegung, die haben sie von Castlevania Symphony of the Night geklaut. Okay. Was haben wir hier? Oh, Items nehmen mit drei, wie Elden Ring. Schön. Mein Herz ist schwer. Im Gegensatz zu den wenigen habe ich keine Wahl bei dem, was ich werde. Was übernimmt die Macht? Und zwar schnell. Die Versprechen, die unser Leben jahrelang belastet haben, müssen unwiderruflich gebrochen werden. Das Herz des Nykrux wollte uns alle erlösen. So, so, so geil. Yay! Könnt ihr euch vorstellen?
Gut, es ist in letzter Zeit bei mir etwas dieses allgemeine Soul-Schema XY, aber es ist immer dasselbe. Oh, ich muss für meine Sünden büßen, wir sind alle am Arsch. Es ist immer so. Man. Geil wäre hier gewesen, wenn es ein Einkaufszettel gewesen wäre, oder? Keine Ahnung, aber nein. Ja, ich mach ja schon. Ich werde noch meine Gedanken dazu äußern dürfen. Habe ich schon festgestellt, Spiel. Es ist auf jeden Fall, finde ich, eine bessere Steuerung als Blasphemous. Oh, nicht anfassen. Es hat denselben Impact wie Blasphemous. Also wenn du triffst. Ich kann gleich schon mal vorweg sagen, wer Blasphemous nicht mochte, ihr werdet hier nicht glücklich werden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Glaube ich. Also wenn es nur die Steuerung und so ist. Jo, na das ist doch die Alu-Karte. Back-Dodge-Animation, nur langsame. Ja. Was haben wir da? Heilinjektion. Ah. Oh, ich habe ein Secret gefunden. Scheiße, bin ich gut. Verbrennungspulver. Ist das dann hier zum auf die Waffe schmieren und dass die Waffe dann brennt und so? Ups. Was ist das denn? Ja. Es ist mit einem Schlüssel verschlossen. Mit einem Schloss, liebe Entwickler. Nicht mit einem Schlüssel, mit einem Schloss. Das da, wenn ich das kurz anmerken darf, der da in der Zelle. Das war ich bei den letzten 10 Parts von Lords of the Fallen. Genau das. Hey Joe, wie geht's dir? Alles gut? Du, es kommt noch mehr Lords of the Fallen Content. Genau. Seht ihr? Ich kann mich mit mir selbst unterhalten. Das ist doch schön. Was ist das? Heilinjektion! Ich bin noch öfters vertreten. Oh. Okay. Wie nutze ich Heilung? Vermutlich L1. Ich will es aber nicht herausfordern. Bosskampf jetzt schon? Really? Oh nein! Yo! Wer war das denn? Das ist mal eine Map. Das finde ich gut. Mehr Heilinjektionen. Lässt sie nicht öffnen. Scheißhaustür. Das hat aber lang gedauert. Ja. Das sind also die Leuchtfeuer. In Blasphemous waren so komische Krüppelschreine und hier haben wir einen Altar. Und mit dem Kontrollpunkt Altar, der Kontrollpunkt Altar. Weißt du, in Blasphemous hätte man das jetzt die Nuxedux Clactis oder Obsidium Derense genannt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich kann kein Latein, aber die haben alle so scheiß Namen, die Dinge. Und ja, komm, knie nieder, oder? Nein, er kniet nicht. Er spuckt ins Buch. Kannst froh sein, wenn es keine Wichsflecken danach hat. Schnellreise vom Get-Go. Sehr schön. Löblich. Rechte Hand Waffenkünste. R1 und 4, um die Waffenfähigkeit der ausgerüsteten Waffe der rechten Hand einzusetzen. Nutze sie weise, alte Scheiße, denn diese verbraucht Fokus. Fokus, so. Okay, Fokus! Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe, aber es hat gekillt. Lässt sich nicht öffnen. Übertreib's nicht, Spiel.
Oh, was ist das? Oh. Um mit der blauen... was? Hämorrhoidenstatue zu interagieren. Dadurch wird der verbrauchte Fokus wiederhergestellt. Ah, Hämorrhoidenmagie, verstehe. Jo. Ist aber schön animiert. Das ist gut. Nee. Blaue Hämorrhoidensplitter. Cool. Hämorrhoiden. Wo sind sie geblieben, unsere lieben Hämorrhoiden? Heilinjektion, das sieht nach Boss aus, wenn du hier schon drei von den Dingern bekommst. Jo, natürlich. Ja. Das glitzert. Aha. Wo ist der Vampire Killer? Oh, das tut ja gar nicht so weh. Kann ich. Also wenn mir das nichts tut. Aha. Oh, hallo. Ja, da guckst du. Das ist jetzt eine Boss-Arena. Ich meine, wenn da hinten schon so ein extra Schrein animiert wurde und so und der Boden abgesenkt. Yo, oh. Oh, well damn fuck. Der Riesenmetzen. Ah. Aua, fuck. Ah. Bin ich tot? Nein, ich lebe noch. Ah! Jetzt. Ich bin etwas. Oh! Ich bin ehrlich, ich bin etwas unzufrieden mit wie wenig Schaden man macht. Ah, ich bin gestorben. Well, fuck. Der Nykrux hat sie verschlungen. Ah, darf ich das aussprechen? Man macht ein bisschen sehr wenig Schaden. Oh. Das wird was. Was habe ich denn da noch? Ach, das ist mein Schwert. Ah. Oh, mein. Oh, das ist aber schön. Das wird automatisch gesammelt. Ja, ja, wir kennen es. Der ist tot. Ach, Kacke, ey. Ah. Ich werde, glaube ich, mal fast ein bisschen zu greedy. Ach, komm schon. Ah!
Nein! Ah, ist das wird eine Arbeit, du. Das wird ein Haufen Arbeit. Ja, ich weiß. Sag nix. Kann ich blocken? Nein. Ach. Okay, aber vielleicht kann man da noch was tun. Ich möchte nur ein bisschen stärker sein. Das würde mich schon freuen. Kennen wir. Ach komm, fick dich doch. Ja, dieser Hurenfluch dreckt daran da weg. Kommst nicht weg? Schon. Was? Stirb! Easy peasy. Infektion beseitigt. Aha, Syphilis conquered. Stigma der Gnadenfrist. Da die Macht der Feinde des Jonas-Ministeriums in die Welt zu sickern beginnt, kann die Macht von denjenigen genutzt werden, die den Terror des Ministeriums zum Opfer gefallen sind. Dieses Stigma, es ist immer ein Stigma, wird für einen bösartigen Gegenangriff eingesetzt, das Kontern. Der einen Feind vorübergehend betäubt. Richtig ist es parieren. Aha. Aha. Oh Gott. Naja, immerhin ist jetzt wieder die Elite. Die Elite, Entschuldigung, ist was aufgestoßen. Immerhin ist die Elite jetzt zufriedengestellt. Geil, parieren, bestes Spiel. Nee, zu spät, ich weiß. Oh, meine Kutsche. Oh. Kann ich nochmal mit der Leiche interagieren? Das habe ich jetzt ganz vergessen. Na, der sitzt despawned. Geil. Mal heilen. Zerbrochener Pass. Hi. Ach, kostet das Mana? Das kostet Mana. Ach, Parieren kostet Mana. Na, sag das doch gleich. Um Himmels Willen. Ja, wir parieren ja sowieso nicht. Ich wollte es einfach nur testen. Nicht, dass jemand sagen kann. Genau. Sind die liebsten Kommentare. Ist ein Staubsauger dabei? Oh, okay. Eieieiei. Ach ne, es soll eine Axt sein. Und ich dachte schon, das ist ein Vorwerkvertreter. Mit dem neuen Dynamax 5000. Komm her, gib mir das. Der Disrespect-Kick am Ende ist geil. Das war geil. Hab's noch mal die Eier gestiefelt, obwohl er schon geteilt ist. Ochsenville, Herrenhaus, Tempel der gestürzten Götter, Stadt Müfringall. Okay. Alles klar. Geht's denn hier entlang? Da ist zu, ja? Ja, mit dem Schlüssel verschlossen. Was sagt ihr da? Das ist ein Schlüsselloch. Aha. Ach was.
Bisher macht mir Spaß. Aber das kann sich ändern. Oh, Hallöchen. Wen haben wir denn da? Helenia. Sie dürfen sich mir annähern. Oh. Leviosa. Who is the woman that speaks before me? Wer ist die Frau, die vor mir spricht? Weib. Also wenn ihre Beine nur halb so lang sind wie ihr Kleid, ist das Kleid äußerst unvorteilhaft. An interrogation will not serve you well. Your heart is murky and unworthy of the mercy of the lady of the manor, Helenia. Oh mein Gott. Ey, was die schwafelt. Ein Verhör wird ihnen nicht gut tun. Das ist kein Verhör. Ich hab dich was gefragt, du dumme Schnalle. Was ist das für eine Scheiße hier schon wieder? Sag mal, was bildest du dir ein, wer du bist? Ein Verhör. Ich bin gerade nackt in einer Zelle aufgewacht. Ich hab was Besseres zu tun, wie zu verhören. My lady, genau. You speak with respect. Only now as I reveal myself to you. But your curse will always burden you. Many others like you have dwelled here in the manor. Aha. I feel a familiarity with this place. A pull I cannot explain. Many would implore me to seek freedom. Also ein was kann ich euch sagen, was ich dem Entwickler echt negativ ankreide. Und Entschuldigung, wenn ich gerade in den Dialog rede. Aber um Himmels Willen, macht eure Scheißschrift größer. Ihr schwerbehinderten Entwickler heutzutage. Wirklich. Ist es denn... Guckt euch das an, wie viel Platz wir da unten noch haben. Du kannst 2-3 Stufen dein scheiß Comic Sans größer machen. Oh. Dann kann es auch jemand lesen, der nicht neugeborenen Augen hat. Wobei das heißt, nichts, sie können auch schlecht sehen. Ihr wisst, was ich meine. Naja, das ist mir ganz ehrlich, ihr Geschwalle geht mir am Arsch vorbei. Die redet so einen Fuck außenrum. Ja, du bist die Levelfrau, richtig? Gefälligkeit, ja was denn? Soll ich dein Kleid kürzen, dass du laufen kannst? Kein Problem, ich habe ein Schwert dabei. What would you ask of me? I have call-ins elsewhere. Yet I remain. Ja, du bleibst, weil du nicht laufen kannst. For those here with me, if you discover a teacup most blessed on your travels, deliver it to me. Eine Teetasse. For a lady cannot remain in one place for so long. Aha, und ohne Tee schon gleich dreimal nicht, ja? Weißt du das auf dein Schirm oben, dass das ausschaut wie eine Kette? Ist der nicht schwer? There are whispers throughout the manor. Whispers that reveal secrets. Spells. You will come to understand soon enough. Aha. Sie ist die Levelfrau. Wer hätte es gedacht? Oh. Rechte Waffe, rechte Hand. Wir müssen auf Geschick gehen. Oh, wir werden auf Geschick gehen. Dex Run. Auch mal was Neues. Wir werden peinigen, denn dafür sind wir hier. Milady? Werdet ihr ihre Fakt-Tee-Tasse besorgen? Übrigens, wussten Sie schon, wir wurden in Lords of the Fallen als Hochheilige erklärt. Wollte ich nochmal anmerken. Nur damit Sie Bescheid wissen, wie hoch hier unsere Nase ist, ja? Oh, cool. Ist eine hohe Stufe da drin, oder wie? Oh nein, das Jesus-Syndrom. Kenne ich auch jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Genau so. Das Ochsenwildharnhaus. Bis zum Gegner. Nein. What is this place? Ah, a wanderer. Around these parts.
You truly have hardy blood coursing through your veins. Blood that I regretfully do not possess. I am Mark. Dieser Schnaps hier ist mein Mut, okay. Keeps my heart beating. The only way to heat up my sunless world. This curse has shackled me to Shadow. Away from my beloved Mithringal. Mithringal. Tell me of this place. I recall my days in Mithringal with fondness, dear wanderer. Yet it is a city that now exists merely in my dreams. The contamination smoke that I held most dear. The cloud still holds the city hostage. Hence why I remain here. Gott seid ihr alles Emo-Bitches. Ja, ja, hoffnungslos, bla bla. Du sollst dich erschlagen. Geht's dir dann besser? Despair and distrust has overwhelmed the people. Just like our ancestors, we squabble and doubt each other's loyalty. We've not learned from their mistakes. Ja. I know of a man. He sought to rid us of such chaos. It is seldom that one steps forward to do what is right. Na, Mann. Hermann, ein bisschen so eine Anspielung, nicht zufällig auf German oder so, ha? Der Hermann. Tell me how to find him. I cannot. The path is clouded. My eyes fail. Der Weg ist vernebelt. Meine Augen lassen mich im Stich. Oh, ich werde ihn synchronisieren. Hier. Ich übergebe ihm diese Waffe. Wie nennt man sie? Sie sind gebrandmarkt. Oh, immer Stoff. Das muss gepatcht werden. Das finde ich nicht gut. Kann ich doch nicht lesen. Eine Waffe, die in jüngster Zeit gesetzt wurde, aber von antiker Handel inspiriert ist. Trotz ihrer Trüh-Leichtigkeit wurde der Pistole im Laufe der Mu ihre Feuerkraft zu erhöhen, immer härter werdende Mutanten zu durchstößen. Ja. Eric, it will help protect your body. Your heart, Eric, I fear, may not be so fragile. Eric, es wird helfen, ihren Körper zu schützen. Ihr Herz, so flüchtig wird nicht so viel. Oh Gott, Glück haben. Take this key. Nehmen Sie dieses Schlüssel. So können Sie Schlüssellöcher mit aufmachen. Alle. Einige. Eins. Ich hoffe, Sie finden eine Verwendung für ihn. Ich bin am Ende. Hätten wir gar nicht gedacht. Marx Schlüssel. Ein Besitz, von dem man sagt, dass geheimnisvollen Seelen genutzt, Träger dieses Schlüssels soll von das Himmlische und das Tor zwischen K pflanzen. Man spricht Präsenz, die einen vier Wände, in denen Zuflucht. Ich hätte Pfarrer werden sollen. Nach Mithringal fragen, soll ich? Ja, natürlich. Mithringal, erzählen Sie, wo dieser Ort. Okay. Ich erinnere mich gerne an meine Tage in Mithringal, lieber Wanderer. Doch diese Stadt hier. Oh, scheiße, Bierschiss. Oh Gott, mein Nerv. Oh, das pappt. Oh Gott, das pappt. Oh, diese Stadt existiert nur. Oh, stinkt. Diese Stadt existiert nur noch in meinen Träumen. Die Versuchung hat das verdichtet, was mir am Herzen liegt. Ich brauche kurz so einen Schluck. Moment, ich muss nur kurz was trinken. Und die Wolke hält die Stadt immer noch als Geisel. Die Wolke, sag ich euch. Alles zum Boden am Himmel. Alle wollen unsere Seelen fressen. Gott, ich hätte was frühstücken sollen.
Deshalb bleibe ich hier und habe keine Hoffnung. Ich habe sowas von keine Hoffnung. Ich muss das alles 5 Minuten sagen, sonst vergesse ich es doch. Ich habe keine Hoffnung, sie zu vergessen. Wieso habe ich keine Hoffnung? Wieso klebt meine Hose so in der Scheiße? Wo bin ich hier? Oh, es klebt und stinkt. Oh. Egal. Verzweiflung und Misstrauen haben die Menschen übermannt. Haben sie. Genau wie unsere Vorfahren zanken wir uns. Wieso zanken wir uns? Wieso können wir nicht einfach alle Freunde sein? Und zweifeln alle Leute aneinander. Wir haben nichts aus unseren Fehlern gelernt. Darauf ist mal gut Schluck. Prost! Nee, du bleibst ohne. Ich spül dich Kotze mit noch runter. Hier, nimm das Kotze. Es ist verloren. Nee. Ich darf jetzt nicht rübsen. Das ist ein Mann in der Nähe. Der hört das und denkt, ich bin Schwein. Moment, ich habe gleich die Hose geschissen, das ist egal. Wir müssen doch den Wunsch haben, diesen Ort zu verlassen. Stinkt ja hier fürchterlich, Scheiße. Ich würde hier gerne weg. Frag mich, wer hier hingemacht hat. Wenn ich gehen würde, würde ich die abscheuliche Macht herausfordern, die unsere geliebte Wissingall kontrolliert. Oh Gott. He is the man who seeks the cure for your affliction. Entschuldigung. Der kam von ganz unten. Ein Furchterregen der Macht, die niemand herauszufordern wagt. Und das schließt sie ein. Das ist halt, müssen sie hämmern. Hämmern? Nee, war doch der Germann hier aus Bloodborne. Ja, ich finde hämmern. Herr Hammer muss sie finden. Er ist der Mann, der das Heilmittel für Leiden sucht. Ja, genau, ich glaube, der ist Doktor. Muss er wohl sein. Ja, ist er bestimmt. Aber dann, leben Sie wohl und lassen Sie die Tür auf. Ich denke, sag Scheiße. Oh, immer wieder gerne. Alles für eure Unterhaltung. Hoffentlich begegnen wir ihm wieder. Aber ich werde den Part heute beenden, denn ich bin ja auf eure Anmerkungen heute angewiesen. Also wenn ihr möchtet und ich soll das zum täglichen Projekt machen, dann let's go. Haut auf den Like-Button oder schreibt mir einen lieben Kommentar. Ich würde mich riesig freuen. Das wäre wundervoll. Ansonsten, das war jetzt... wie hieß das Spiel nochmal? Volle Professionalität und Lost Faith. Joe, bist du betrunken? Nein, ich habe meinen Spaß gerade, ganz ehrlich, ich habe meinen Spaß. Also, lasst mir gerne ein Däumchen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sagt mir, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.